Und willkommen zurück zum Kampf. Wir greifen direkt an und töten den Goblin. Juhu, Levelaufstieg. Wir kriegen später übrigens auch die Möglichkeit, zweimal pro Runde anzugreifen oder unsere Charaktere aufsteigen zu lassen, ähnlich wie bei Shining Force, also die Klasse wechseln zu lassen. Allerdings erst, wenn sie ein bestimmtes Level erreicht haben. So, der nächste Goblin ist tot. Juhu! Benutzen nochmal Blaze, um diese schöne Grafik hier zu sehen. In der GBA-Version haben sie das ein bisschen verbessert, da sieht die Grafik schon ein bisschen schöner aus. Aber wir wollen mal nicht meckern, ne? Das ist auch so schon ganz schön. Ich hoffe mal, dass sich dieser Goblin nicht an uns rächen wird und den armen Hans angreift, aber... abwarten. Ja, hat da keine Chance zu. So. Ach, 3 Schaden. Man kann die Charaktere übrigens auch mit anderen Waffen ausrüsten. Also zum Beispiel könnte man Ken auch einen Speer geben, dann macht er mehr Schaden. Das Problem ist, dass dann auch seine Reichweite wieder eingeschränkt ist. Ja, deswegen wird er jetzt erstmal weiterhin mit dem Wurfspeer rumlaufen. Nee, also eine Lanze, genau. Speer, sondern eine Lanze kann man ihm geben. Ja, aber das werdet ihr bei Me dann später sehen, der Tochter von Varys. Die hat nämlich eine Lanze standardmäßig ausgerüstet. Die gute Frau. So, Ken macht mal Platz für den Max. Wenn er denn mal drankommt. Aber danach müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, weil die bösen Zwerge doch ganz schön reinknallen beim Max. So. Und den Luke könnten wir eigentlich mal heilen. Wenn der Low mal drankommt. So, mal sehen, ob sie das schafft. Ich glaube, sie zieht nur 6 ab. Nee, 7. Juhu. Sehr schön. Na gut, dann heilen wir mit Gong. Gong ist sowieso praktischer als Lo. Weil er, wie gesagt, beides kann. Wobei Lo natürlich besser heilt später. So, aber ich würde sagen, mehr als 2 Heiler braucht man eh nicht. Könnten also bei den beiden bleiben. Kriegen später natürlich noch mehr, aber naja, hab lieber Kämpfer in der Gruppe. So, mal sehen, ob das ein Fehler war, den guten Hans jetzt nach vorne zu stellen. Zieht immerhin 4 Punkte ab. Oh ja, er greift 2-mal an. Wunderbar.
Und Max wird angegriffen. 3 Punkte, das geht ja noch. Sollten wir Max da jetzt wegnehmen? Nein. Wir heilen ihn gleich am besten. Da passt er schon. Wobei 4 Punkte, so viel zieht er auch nicht ab. Mal sehen, wie lange Lo das überlebt, dort zu stehen. Tja. Ja, noch ziehen sie nicht allzu viel ab. Ah ja. Und Lo hat es überlebt. So. Tja, ich weiß nicht. Ich hoffe, es ist interessant für euch, diesen Kampf zuzugucken. Ich weiß leider nicht so recht, was ich euch erzählen soll, außer dass hier das Geschehen zu kommentieren. Momentan gucke ich übrigens 2 Let's Plays besonders gerne an, und zwar einmal von Steffi das Turtles Back from the Sewers. Das ist so ein uralt Gameboy-Spiel, kann ich nur empfehlen. Und von Shinespark, ich hoffe, ich spreche jetzt die Nicks auch richtig aus, das Adventure Snatcher, und zwar ist das ein Adventure vom Macher von Metal Gear, Hideo Kojima. Und ich bin überrascht, wie interessant die Story ist von dem Spiel. Ich habe damals eher Schlechtes über dieses Spiel gelesen, und es scheint doch ganz interessant zu sein. Oh, leider musste ja auch Shining Force darunter leiden, dass das wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Viele kennen, wenn sie solche Spiele kennen, immer ihr Fire Emblem. Das ist übrigens auch sehr interessant. Aber die wenigsten kennen Shining Force. Mag auch vielleicht daran liegen, dass das gute Spiel auf Mega Drive rausgekommen ist. Das hatten nicht so viele, glaube ich. So, ihr seht, wir kommen wieder recht langsam voran. Und da ist auch übrigens eine ganz, ganz gemeine Falle an dieser Stelle. Und zwar diese Brücke. Wenn sich da ein Charakter draufsteht, ist der ziemlich so gut wie tot. Weil, ja, der wird dann angegriffen. Beziehungsweise das Feld hinter der Brücke. Ihr wisst, welches ich meine. So, Tau ist eigentlich wieder nutzlos, weil sie keine MP mehr hat. Den Max lassen wir jetzt erstmal hinten. Und wir greifen mal von hier aus an. Hehe. So, es sind auch schon wieder 10 Minuten vorbei. Im nächsten Video werden wir diesen Kampf überstanden haben, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bedanke mich. Bis dann!